Obwohl bei uns in Europa sich die Nachrichtensommerflaute schamlos ausgebreitet hat und Präsident Trump wie üblich von unseren Guten und Netten mit Schlechtrede belegt wird, hat der YouTube-Kanal Way of the World einen Videobericht veröffentlicht über die Amtsantrittsrede des australischen Senators Fraser Anning. Was folgt, ist eine deutsch gesprochene, gekürzte Version der 38-Minuten-Rede von Queensland-Senator Fraser Anning, gehalten am 14. August 2018. Dabei trifft der Inhalt seiner Rede auch auf die aktuelle politische Situation in Europa und speziell in Deutschland und der Schweiz zu. Wenn Senator Anning offen und klar spricht, können seine Schlussfolgerungen und Erkenntnisse mühelos auf jedes westliche Land übertragen werden. Speziell muss jedoch die Frankfurter Schule als postmoderner, neomarxistischer Gedankenbrutkasten mit einbezogen werden und ergänzt dabei Fraser Annings Bezug auf den italienischen Ur-Neomarxisten Antonio Gramsci. Selbstredend ist Senator Annings Rede nicht nur mit Wohlgefallen aufgenommen worden, aber hört selber. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Sie wissen ja, wofür Antifa steht, oder? Nein? Hallo und grüezi. Senator Anning verweist zuerst auf die, im historischen Kontext betrachtet, vorwiegend aus dem europäischen Kulturkreis geförderte Migration nach Australien und stellt fest, dass dadurch funktionierende Gesellschaftsstrukturen und der innere Zusammenhalt seit Australiens Gründung gewährleistet waren. All dies wurde jedoch in Frage gestellt und galt nur bis 1973, als die ultralinke, sowjetisch inspirierte Whitlam-Regierung mit all ihren Mitläufern Antidiskriminierungs-UNO-Vorgaben in Australien einführte und Vorzugsbehandlung von Migranten basierend auf deren Ethnie verbot. Dies löste eine tektonische Verschiebung der bis dahin bestehenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung aus. Seither findet eine stille Revolution statt, welche heimtückisch den Komplettumbau der australischen Gesellschaft zum Ziel hat und vorantreibt. Um wirklich zu verstehen, was mit unserem Land geschehen ist, müssen wir uns kurz mit dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci befassen. Gramsci war überzeugt, dass ein marxistischer Staat mittels einer langsamen, graduellen kulturellen Revolution erreicht werden kann, wobei mittels eines langen Marsches durch alle Institutionen eine Gesellschaft komplett unterwandert werden müsse und könne. Die Taktiken von den durch Gramsci inspirierten Neomarxisten waren und sind, Verkommenes als Befreiendes anzupreisen und Tyrannei als Mitgefühl zu tarnen. Die Redefreiheit kann abgeschafft werden durch ein ständiges Appellieren, niemanden mehr verbal zu kritisieren, zu beleidigen oder zu verletzen. Diese Vorgehensweise kreiert auf subtile Weise einen Zustand, bei welchem alle Kritiker der kulturellen marxistischen Agenda zum Schweigen gebracht werden können. Ich bin der Ansicht, dass Gramsci den Ausdruck der politischen Korrektheit erschaffen hat, damit die Massen sich dem kommunistischen Dogma unterwerfen. Allerdings machte Gramsci auch deutlich, dass sein letztendliches Ziel darin bestand, die individuelle Wahrnehmung von Dingen so weit zu verändern und deren Bedeutung umzukehren, und dies, obwohl die Betroffenen sich der Absurdität dessen bewusst waren. Wenn ein Individuum dazu gebracht werden kann, zuzustimmen und gegenüber anderen zu behaupten, dass zum Beispiel die Farbe Schwarz
weiß sei und weiß eigentlich schwarz, dann hat die marxistische Bewegung die totale moralische und ethnische Unterwerfung erreicht. Somit sind mittlerweile auch die neoliberalen Forderungen nach einer emotional gesicherten Lernumgebung und dem mannigfachen Geschlechteridentitätsstuss keine nur theoretischen Vorstellungen mehr, sondern zum alltäglichen Wahnsinn der von kulturellem Marxismus dominierten Gesellschaft mutiert. Jedermann weiß, dass nur zwei Geschlechter existieren. Wenn jedoch sich jemand fälschlicherweise überzeugen lässt, zustimmt, unterstützt und verbreitet, dass eine unendliche Anzahl von Geschlechtern existiere, dann hat diese Person ihre politische Seele komplett aufgegeben. Ich will das komplette Scheitern von kulturellem Marxismus und deren Anhänger sehen und die Unterwanderung von australischer Kultur und Werten rückgängig machen und den vormaligen Zustand unserer Gesellschaft wiederherstellen. Das nächste kritische Problem, welches wir ansprechen müssen, ist Immigration. Australien hat zum jetzigen Zeitpunkt die höchste Pro-Kopf-Immigrationsrate in der Welt. Letzten Dienstag hat die Bevölkerung von Australien 25 Millionen erreicht. Volle 22 Jahre vor der Regierungsvorhersage. Seit 1971 hat sich die australische Bevölkerung verdoppelt, mit einem aktuellen Migrantenanteil von beinahe einem Drittel an unserer Bevölkerung. Die riesige Anzahl von Menschen, welche in den vergangenen Jahren die Erlaubnis erhalten haben, sich bei uns anzusiedeln, ist nicht tragbar und kann in dieser Form nicht weitergeführt werden. Die Migrationsquoten wurden anscheinend von den vergangenen, aufeinanderfolgenden Regierungen nach Lust und Laune gesetzt, ohne auch nur im geringsten auf die benötigte Infrastruktur oder Faktoren wie Integrierbarkeit und Assimilierungsbereitschaft Rücksicht zu nehmen oder zumindest diese Faktoren in Betracht zu ziehen. Ethnokulturelle Vielfalt, welche allgemein dafür bekannt ist, den sozialen Zusammenhalt zu untergraben, ist mittlerweile in vielen Vorstädten auf gefährliche Höhen gestiegen. Die direkte Antwort hierauf besteht in Selbstabschottung, Segregation und sogenannter weißer Flucht aus ärmeren innerstädtischen Bereichen und ist mittlerweile zur alltäglichen Tatsache geworden. Ich glaube daran, dass Immigration in unser Land ein Privileg darstellt und nicht als ein gesicherter Freipass aufgefasst werden sollte für jedermann aus der Dritten Welt, welcher dies verlangt. Diversität soll dahingehend gesteuert werden, um kompatibel mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der nationalen Identität zu bleiben. Wir als Nation sind berechtigt zu fordern, dass diejenigen, welche das Vorrecht erlangen, zu uns zu kommen, überwiegend den historisch europäisch-christlichen Ursprung der australischen Gesellschaft reflektieren und unsere Sprache, Kultur und Werte annehmen. Historisch gesehen existiert eine Gruppe von Immigranten hier in Australien und in anderen westlichen Ländern, welche gezeigt hat, am wenigsten geeignet und bereit zu sein, um sich zu assimilieren. Wir müssen deshalb muslimische Immigration ansprechen. Wir haben schwarzafrikanische Moslembanden, welche Melbourne terrorisieren. Wir haben ISIS-sympathierende Muslims, welche nach Übersee gehen, um für ISIS zu kämpfen. Und obschon sicherlich nicht alle Muslime Terroristen sind, sind offensichtlich die meisten Terroristen Muslime. Die berechtigte Frage stellt sich, weshalb wir mehr von ihnen hierher bringen sollen. Die einzige Lösung betreffend unseres Immigrationsproblems ist eine Volksabstimmung. Was wir benötigen, ist eine kulturelle Rückeroberung unserer eigenen Nation und wir müssen Australien von Gramsci-inspirierten marxistischen Linkseliten, welche die Grundfesten unserer Gesellschaft unterwandert haben, zurückfordern. Auch müssen wir uns folgende Frage stellen. Was ist Australien? Was macht aus Australien eine Nation?
Was Australien macht, ist nicht das Zufallsergebnis einer gemeinsam genutzten Geografie, sondern was uns verbindet, die gemeinsame Vergangenheit, Werte, Sprache und Ethnie. Eine gemeinsame Kultur und eine von allen getragene Vision einer gemeinsamen Zukunft. Ethnie basiert nicht nur auf unseren gemeinsamen physischen Merkmalen, mehr als alles andere ist es eine ethno-religiöse Identität, welche uns definiert und unsere Nation geformt hat und weiterhin formen wird. Alle, die hier gelebt haben, von Kindern bis zu alten Männern, von Arbeitern bis zu Premierministern, allen war ein gegenseitig geteiltes Verständnis zu eigen von wer wir sind und wo unser Ursprung liegt. Dieses Verständnis galt für lange Zeit auch als parteiübergreifende politische Tatsache. Heute befindet sich all dies in einem Auflösungsprozess. Wir sind an der alles entscheidenden Weggabelung angekommen. Die große Zusammengehörigkeitsvision unserer Gründungsväter, alle, die vor uns hier waren und sich abmühten, Australien zu erschaffen, alle die Väter und Großväter, die in den Kriegen gekämpft haben, um Australien zu beschützen, all dies steht auf dem Spiel. Wir sind im Würgegriff der Gramskiisten gefangen, welche die politische Elite stellen, sich in den Institutionen, politischen Organisationen und den Medien ausgebreitet haben und ihren Griff unaufhörlich verstärken. Jetzt, kurz vor dem Punkt, von wo es keine Umkehr mehr gibt, ist es an der Zeit, dass wir, die normalen Leute, uns gegen all dies erheben und erkennen, dass wir alle eng miteinander verbunden sind durch unsere gemeinsame Vergangenheit. Wir müssen den Mut aufbringen, um zusammen nach dem Licht auf dem Berg zu streben oder uns andernfalls damit abfinden, dass wir uns den Feinden der westlichen Zivilisation unterwerfen und wir alles, was wir waren und alles, was wir hätten sein können, in sich zusammenfallen lassen und es zulassen, dass es zerstört wird. Danke. Thank you. Ich hoffe, dass Senator Annings aufrichtige Worte auch euch die Kraft geben, unseren Schicksalskampf friedlich, jedoch unerschütterlich weiterzuführen. Bitte teilen, kommentieren, bewerten und Tell the Truth abonnieren mit Glocke drücken. All dies hilft enorm, damit mein Kanal weiter bestehen kann. Vielen Dank und bleibt gesund!